Volltech und wie eine Höhle. Ich bin Pascal. Und ich bin Jonas. Ja, eine Höhle in Minecraft ist sehr groß und besteht aus vielen Teilen. Wie ihr eben gesehen habt, war schon Wasser und Lava. Genau, man kommt weiter in die Höhle rein, muss einfach immer Fackeln aufstellen, damit man auch was sieht. Und dann stellt man fest, dass man in der Sackgasse gelandet ist und läuft alles zurück. Genau, das ist natürlich blöd. Ja, in der Höhle gibt es auch teilweise Rohstoffe. Eben habt ihr Kohle gesehen, ganz vielleicht. Hier seht ihr Eisen und Smaragde. Smaragde sind in vielen Online-Welten sowas wie die Währung, Geld, früher war es Gold. Und jetzt ist es teilweise Smaragd halt. Hier habt ihr nochmal Eisen, aber das brauchen wir nicht, weil wir jetzt mit der Höhle nur erkunden wollen. Und dann gehen wir weiter in die Höhle rein. Immer tiefer und man sieht auch da vorne wieder Smaragd und auch hinten Kohle. Hier links ist nochmal Lava. Da sollte man nicht reinlaufen, sonst stirbt man. Und auch nochmal Eisen und daraus kann man dann auch zum Beispiel die Eisenbahn bauen, alles mögliche. Es gibt keine Grenzen und man ist wieder in der Sackgasse, deswegen geht man einfach wieder zurück, versucht den Weg zu finden und wenn nicht... Und am Ende landet man sehr oft in Lava, wie ihr seht, und dann fängt man ab. Dann stirbt man einfach.